Doch, ich kann auch mit ihr reden. Hi. Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Ja, ich bin auch der Meinung. Wir haben dafür bezahlt. Nee, das, Regeln sind trotzdem Regeln. Sorry wegen vorhin. Ja, sorry wegen vorhin. Alle sind einfach etwas... Naja, aufgeregt halt. Wir haben das hier schon ewig geplant. Verstehe ich. Aber es gibt Regeln, Gesetze und Bräuche. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Selbstsicher und genervt. Ich kenne die Regeln. Nee, wir sind mal nicht so genervt zu unserem Captain. Die muss uns nochmal helfen, wenn irgendwas passiert. Ich war schon in ein paar Wracks. Bin kein Profi. Aber, naja, erfahren. Wenn das hier dein erstes unregistriertes Wrack ist, solltest du wissen, dass man bestimmte Protokolle einhält. An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Streitlustig, wer weiß davon? Aufgeblasen, kapiert, wie viel? Moment, was meint er mit wie viel? Das will ich mal kurz hören. Ich meine, aufgeblasen ist immer, ach, aber ich will hören, was er sagt. Okay, kapiert. Wie viel? Wegen Geld oder was? Wie viel was? Wie viel Geld brauchst du, damit du uns endlich in Ruhe lässt? Wow, was ein... Nee. Mir geht's nicht um Geld. Weißt du was? Ich kann euch nicht aufhalten. Aber halt dich da unten an die Regeln und mach nichts, was mich später den Arsch kostet. Wow, das war fies, die Antwort. Ich weiß, wir haben sie gewählt, aber... mein Gott. Die Regeln gibt's nur mal aus dem Grund. Und wenn es wirklich ein Grab ist oder so, das wäre wirklich unmoralisch. Ich verstehe, dass man tauchen möchte, ohne es Bescheid zu sagen, weil sonst dürfte man vielleicht nicht mehr runter oder so. Aber, naja, Kriegsgrab ist Kriegsgrab. Das sind nun mal ganz andere Sachen als ein ganz normales Wrack. Hm. Was haben wir denn hier? Ich meine, wer weiß, was da an Bord sein könnte. Oh, das war eine Zukunftsversion. Das war Brad, der panisch von der Toilette aufgestanden ist. Also, weil während er sich übergeben hat, irgend... Das müssen wir uns merken. Ich meine, der Therapeut-Typ hat uns ja gesagt, dass uns die Visionen helfen würden, um unser Ergebnis zu bekommen. Was geht? Ich wollte nicht ins Badezimmer. Alles klar? Sorry, das Bierchen war dann doch zu viel. Es war nur ein Bier. Du solltest es besser wissen. Nein, wir haben ihm gesagt, er soll das trinken. Mach dir keine Sorgen, das geht wieder vorbei. Gehört alles zum Abenteuer. Tut mir leid, dass ich alles versaut habe. Keine Panik. Ach, auch Piraten werden mal seekrank. So ruh dich aus. Komm einfach nach. Können wir noch in die anderen Räume? Oder ist das jetzt vorbei? Gott sei Dank. Ich wollte nämlich eigentlich in diesen Raum hier rein. Das scheint aber nicht zu gehen. Wenn wir hier rein. Es ist abgeschlossen. Okay. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir haben uns doch überall umgeguckt. Kann ich mir das nochmal angucken? Stimmt. Also, zeig nochmal bitte. Nein. Es zeigt mir die nochmal. Aber das Bild... Wenn man, da wird gerade gekämpft, ne? Man sieht hier die Wellen und wie bewölkt es ist. Ich glaube, das ist, wenn der Sturm passiert, dass die Zukunftsversion dann kommt, wenn nachher so 20 Uhr rum ist, circa. Und dann passiert irgendwas, wo Brad weg muss von der Toilette. Und Ausweis. Felsite? Was? Ist das ein Fake-Ausweis? Felsite dubios. Ne, Dubois. Nicht dubios. Dubois. Weiß sie nicht, Flitz? Felsite. Okay, geiler Name. 9146 OW. Eine Taucherin. 1,72 groß. Braun. Augenfarbe. Haarfarbe. Wie. Moment, ich muss mal. Kann ich das hier drauf lesen? Ja, okay, das ist ja wirklich so. Ich dachte, ich habe es nur falsch gelesen. Die Größe ist braun. Ja, braun ist eine anerkannte Größe. Die Geburtsdatum ist 55 Kilogramm. Das Gewicht ist braun. Ja, sie wiegt braun und sie ist groß in braun. Ihre Haarfarbe ist... Haarfarbe und Augenfarbe sind... Der auf der Rückseite angegebene Ausbilder ist berechtigt, Kurse in der bezeichneten Kategorie anzuleiten. Genehmigung durch Dive Master Federation. Gültig bis zum 31.12. Alles klar. Felsite.
Ja, das sieht sehr nicht koscher aus. Ich meine, ihre Größe ist braun und ihr Gewicht ist braun. Also, ich wieg weiß. Sie wiegt braun. Was wiegst du? Naja, du bist auch ein bisschen. Naja, du bist gebräunt. Du wiegst gebräunt. Es wäre witzig, wenn man das so rechnen würde. Meine Haarfarbe ist von dem Mann auf der Rückseite freigegeben auf meinem Ausweis. Ich finde das super. Ist hier noch irgendwas zum Angucken? Da ist nochmal die Kamera. Moment, können wir uns die Kamera nochmal ansehen? Oder ist da vielleicht jetzt was, weil er gerade nicht da war? Man kennt das ja ab und zu in den Spielen. Da wird ab und zu mal was angezeigt, was man nicht in. Was erst kommt, wenn man alleine ist. Und da sind Fische. Das sieht normal aus. Ich will nicht durch alle Bilder nochmal durchgehen. So, dann sind wir bereit, richtig? Okay, also, das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Oh, das ist Und praktisch. verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Das muss Okay, teuer gewesen sein. Unfallcheck fertig. Wow, immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Neckisch, alles tipptopp. Danke für deine Hilfe. Nein, danke für die Hilfe. Danke für deine Hilfe. Es ist wichtig. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Nein, nicht Fliss. Felsite, ja? Felsite, was sie auch immer gerade macht. Was ist das? Ist das ein Licht oder ein Stab? Ach, wir nehmen den Knüppel, dann können wir auf irgendwas raufschlagen, wenn wir wollen. Bald sind wir Was ist das für ein Ding? Habt den Bangstick. Das habe ich Bangstick? gehört. Ab die Post. Aha. Schon mal Und benutzt? vergesst bitte die Regeln nicht. Ach so, es ist für Haie. Julia. Oder das Licht. Ich würde gerne das Licht nehmen. Ich weiß nicht, was ich mit Julia mache. Kann ich sie mit dem Stock schlagen oder was? Du filmst, ich sag, wo es lang geht. Machen wir ein Vorherfoto. Wie schnell ihr Gesicht wieder ging zu. Ach, ich habe keine Lust, hier zu sein. Das schöne Fotolächeln aufgesetzt. Haben wir nur zwei Ausrüstungen oder warum gehen die beiden eigentlich nur zu zweit gerade? Die anderen sind doch auch dafür mitgekommen. Also der Captain weiß ich nicht, aber Conrad, glaube ich. Und naja, es ist besser, Brad nicht darunter zu schicken. Dem geht es eh gerade nicht so gut. Hoppla, alles gut? Ja, und bei dir? Mehr oder weniger. Da ist ja tatsächlich ein Hai. Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Ganz ehrlich, das kann ich nachvollziehen. Ich würde auch eine Ja. Kleinigkeit mitnehmen, wenn ich bei einem Wrack wäre. Diese Form. So als Andenken. Das muss es sein. Oh, das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Ey, ich wollte gucken, was die finden und nicht wieder auf dem Schiff sein. Fliss. Jeder Nein, Captain. Felsite spielen wir jetzt. Kleines Bier mit dem ersten Offizier. Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gut aussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Ach komm, mach schon. Missblinkt. Nein, ich muss mich konzentrieren. Klar, warum nicht? Ach, ich würde gerne sagen, ich muss mich konzentrieren, aber wieso muss die denn missbilligend sein dabei? Warum nicht? Ich hoffe nur, das entspannt oben mit dem Pfeil ist nichts Schlechtes. Ach, die gute Felschiete. Nettes Oder Boot hast du Felsite. hier. Wie bezahlt man sowas? Kleinlautlange Geschichte. Oder frag ein Lady nie nach Geld. Weißt du was? Wir sind mal selbstsicher. Fliss sieht aus wie der Du selbstsichere weißt, Typ. dass man eine Lady nie nach Geld fragt. Okay. Ich kaufe mir nur bald selbst ein Boot und dachte, du hast vielleicht Tipps für mich. War mir ein Vergnügen. Wäre mir ein Vergnügen. Ich habe viel um die Ohren. Ach komm, Conrad scheint nett zu sein. Es wäre mir eine Freude, dich um dein Geld zu erleichtern. Kommt jetzt die Wetterwarnung? Oder was war das? Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ei, ei. Ja, aber was war denn das für ein Piep? Darf ich den auch sehen? Ein dunkler Bildschirm.
Warte, bis die anderen vom Tauchgang zurückgekehrt sind. Ja, ja, ich muss gleich nach Bett sehen, aber ich will erst mal gucken. Warum hast du den ausgemacht? Wetter ist gut. Ja, noch. Nachher kommt ein Sturm. Bin mir da ja unsicher, ob das auch so bleibt. So, können wir uns auch nochmal den Ausweis ansehen? Hey, Fliss, was hast du zu Felicite zu sagen, ja? Wie war das nochmal mit deinem Gewicht? Ich finde das super, ne? Aber jetzt versteckst du sie. Die wurde schon längst gesehen, die Karte. Ach, Fliss, ey. Mit Conrad können wir nochmal reden. Wir können auch gleich die Kamera nochmal angucken. Genießt du die Auszeit? Überwacht die Taucher. Ja, überwacht die Taucher bitte. Du überwachst die Taucher und ich sehe nach dem Boot. Kein Prop-Up. Dankeschön. Genervt dich meines Ernst. Nein, du neugierig, du steckst hier fest? Und du steckst hier fest? Ganz allein. Hey, ich willst dachte, du nicht mittauchen? Warum wir unten im Dunkeln rumstrampeln, wenn die Aussicht hier so gut ist? Oh, ein Charmeur. Wie niedlich. Ich muss auf die Taucher achten. Romantisch? Moment, warum ist das romantisch? Ich muss auf die Taucher achten, aber das hier können wir später gern noch weiter fortsetzen. Privat und mit meiner vollen Aufmerksamkeit. Privat. Du, ich, wir zwei ganz allein in einer heißen und tiefgründigen Debatte? Ja, lass uns heiß übers Wetter reden. Wird nachher stürmen, Conrad. Bescheuert. So, können wir die beiden sehen auf den Kameras? Wow, das ist kein normales Wrack. Hoffentlich kriege ich deswegen keinen Ärger. Na, hoffentlich nicht. Aber ich denke mal nicht, weil du vielleicht sterben wirst. Warum solltest du denn Ärger bekommen? Ich glaube, das sind die alten Aufnahmen immer noch. Ich dachte vielleicht, wir machen währenddessen neue Aufnahmen, aber das ist nicht der Fall. Fliss mag ich eigentlich ganz gerne gerade. Conrad und Fliss. Ganz cool, die beiden. Können wir reden? Hallo, hallo? Mayday, ich brauche Hilfe. Duke an Alex. Duke an Julia. Du hast keine Reaktion? Na, ich hoffe mal, dass es nichts passiert und es ist einfach nur gerade, weil die beschäftigt sind. Oh, aber die Musik wird komisch. Und das Wetter ist auch düsterer, ne? Ja, es wird dunkler. Ich meine, wir haben gerade Sonnenuntergang, aber ich möchte gerne wissen, wie spät es ist. Ich hätte gerne irgendwo eine Uhr, weil wir müssen aufpassen, dass wir 20 Uhr nicht mehr hier sind. So, bye, Conrad. Genieß deine Auszeit. Und wir sehen uns nachher bei romantischen, heißen Wettertalk in meiner Kajüte. Ist Brad nicht mehr hier? Ein Buch. Shroud of... Auf was? Auf Innocence. Und wir nehmen das Parfüm, nicht das Buch. Okay. Moment. Hey, ich war noch nicht fertig. Oh, okay. Wir gucken uns das einfach nur an. Moment. Gucken wir gerade durch die... Durch unsere Sachen oder von denen die Sachen? Ich hoffe, von unseren Sachen. Aber... Ich bin verwirrt. Wir sind doch eben geradeaus mit dem Bruder gegangen. Mit Alex. Und hier war ein Bett, was hier mittendrin stand. Das ist gerade gar nicht da. Aber das war doch hier. Oder nicht? Oder lag er hinten auf dem Ding und das sah nur anders aus für mich? Das kann auch sein, aber ich bin verwirrt. Wo ist denn Brad? Ist da irgendjemand abge... Also entweder Alex oder Conrad waren das. Einer von denen, die abhauen auf einem Boot. Und da war irgendein Typ, der auf uns zielt. Okay. Das kann ja noch was werden. Wo ist Brad? Können wir uns nochmal die andere... Nein, 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 geht nicht hoch. Ich würde mir gerne nochmal die andere... Vorhersehung ansehen. Ich frage mich, wo Brad ist. Kriegen wir da auch noch was bei ihr oder nichts? Nein. Ist Brad in irgendeinem Raum? Guck mal, hier, können wir da rein? Nein. Wie läuft's? Umgehauen von einem Ach, Bier. Das war das, was wir eben angeklickt ich bin hatten. Eine Lusche. Okay, das erklärt alles. Ich dachte schon, ich bin wahnsinnig mit dem, wie es hier unten aussieht. Kriegt nicht so viel. Du bist im Urlaub. Oh!
Oh, oh. Hey, da vorne, ein Boot. Wer ist das? Und nenn dich Felsite, ja? Nicht Fliss. Was wollen Sie? Das ist nicht die Küstenwache. Das ist ein Fischerboot. Nee, wir hatten den, ich glaube, das waren bestimmt die Leute von der Vision. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Da steht und lass mich das regeln. Das ist seltsam. Nee, das ist seltsam. Das ist komisch. Können wir nicht die Küstenwache anfunken, bitte? Oder so, okay? Einfach vorträglich? Ich habe Angst. Die rammen uns einfach? Hey, verschwindet hier! Was soll das denn werden? Wir haben uns einfach gerammt. Machen die das nochmal, oder was? Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ist kein Problem. Was meinst du, würden 10 Mäuse... Hä, wir bezahlen die doch nicht. Mein Fehler, sagen wir 20. Oh, Conrad, du Arsch, werf doch nicht das Geld auf die. Oh Mist, meinst du doch eher 30? Krieg ich noch hin? Oh, das ist widerlich, okay? Okay, Jungs, ihr könnt echt das ist ein falschen. Widerliches Verhalten. Ja, nehmt einfach den ganzen Pott. Mach das doch nicht. Das lässt dich so widerlich wirken. Wie ekelhaft, Leute, die mit Geld werfen. Und dann auch so, mit solchen Sprüchen. Ich meine, die anderen Typen waren schon asozial. Die brammen uns und dann wollen sie Geld haben. Das ist wahrscheinlich so eine Taktik von denen oder so. Keine Ahnung, aber das, was du machst, ist widerlich. Und ich dachte, ich mag Conrad. Na geil, und es gibt eine Leiche in dem Wrack. Oh, das ist alles nicht gut gerade. Es wird nicht gut enden. Conrad hat was von einer Öffnung gesagt. Conrad, wirklich? Wirklich. Beim Heckgeschütz. Ah, gut gemacht, Conny. Oh Gott, am Ende sind die beiden die Helden für uns, weil die uns retten müssen, wenn die anderen uns angreifen auf dem Schiff oder so. Oh, und ich glaube auch der Typ, den mit dem einen Auge weniger, oder das eine Auge, was so vernarbt war, das kann sehr gewesen sein aus der Vision, oder? Der mit dem Pistole geschossen hat, mein Gott. Jetzt habe ich nicht reagiert. Hey, Vorsicht. Kann gefährlich sein. Ich hoffe, wir sind geimpft. Für den Fall, dass wir uns nochmal irgendwo stoßen oder kratzen. Aber wir dürfen selber tauchen. Ich will nur mal kurz anmerken. Heilige Scheiße, Alex, wir haben es geschafft. Ist doch unglaublich. Ein Traum wird wahr. Sehen wir uns doch lieber. Ich meine, das ist schon echt cool hier unten. Hauptsache, der Hai kommt nicht um die Ecke. Und es ist übrigens gut, dass wir oben den Typen nicht gesagt haben, dass wir Taucher unten haben. Sieh mal, das ist für uns eventuell ein Klatschmoment. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Hä? Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was ist. Ich hab mich gerade gewundert, was das für ein Zeichen war. Es war nur Geheimnis gefunden. Ich dachte, ich habe irgendwas aus Versehen weggeklickt. Ich hoffe, wir können uns die Geheimnisse irgendwo angucken, denn ich habe das jetzt nicht ganz mitbekommen, außer mit den Rettungsbooten. Was sie gesagt hatte, aber nicht mit dem Bild. Was ist das? Ist das seine Frau oder Mutter und... Wow. Das Rechte konnte ich nicht erkennen. Ich denke, sie wussten um ihr Ende. Oh, wir können wieder weiter. Na, ich würde auch gerne wissen, was hier passiert ist. Das, was wir wieder gesehen haben im... Was war das? In der Vergangenheit, das war schon verstörend. Irgendwelche Geisterkram mit Ektoplasma in Grün. Sie es einfach fallen lassen? Kann man das nur einmal benutzen? Warum? Moment, wie kann die Leiche noch das... Oh mein Gott, ein Aal. Habe ich mich erschrocken. Mich fast vollgewickelt. Ist doch schön warm. Oh, ey. Wieso hat er die Pistole noch in der Hand? Ich meine, Leichen lassen doch los, oder ist das Pilot unter Wasser anders? Und Co-Pilot. Kein Zweifel. Hä,
Hat sich das da festgeklebt oder so? Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende.